Meine Freunde, was geht? Die Shoyoka-Thematik geht weiter, Junge. Die wird gemolken bis zum geht nicht mehr. Gemolken wie eine Kuh. Ja, was der Meditant-Meganerin noch gefällt, deswegen trinkt auf jeden Fall mehr Milch. Lügt Shoyoka, krasse Vorwürfe gegen Skrulls. TJs Wochenshow. Und ich habe schon auf Twitter gesehen, dass Skrulls anscheinend eine komische Meinung, dass TJ eine komische Meinung hat, weil Skrulls hat sich schon beschwert. Und da gucken wir heute einfach mal rein. Eieieiei, Freunde. Eine Woche keine Wochenshow und schon bricht einfach Krieg aus. Es gibt gerade einen neu aufgekochten Beef zwischen Shoyoka und Stimmt, letzte Woche Skrulls, der kam gerade gar very ham geht. Ein Streamer-Pärchen hat sich getrennt und da gibt's echt ekelhafte TikTok-Kommentare zu. Und ich habe eine Ankündigung für euch. Oh, bitte keine Ankündigung, Digga, lass es einfach. Beefige Woche gewesen, aber jetzt heißt erstmal. Wie immer. Ey, aber bester Mann, er war gestern bis 2 Uhr feiern, mindestens mal, hat um 2 Uhr eine Story gemacht, dass er um 12 oder so bei seinem Event sein musste oder um 10 und er war anscheinend da, Digga. Let's go. The king goes. Shoyoka und Skrulls haben gerade Beef und werfen sich so einiges gegenseitig vor. Skrulls, Digga, über mich hat er noch nie berichtet, dass ich Beef mit Shoyoka habe. Wahrscheinlich die meisten von euch ist ein Dude, dessen Opinions ich sag mal, nicht so teilen würde. Free Andrew Tate! Free Andrew Tate! Das war schon hart unangenehm, ne? Ja, und dem ist ein Mitgeburt. Du bist selber eine Fackel, du bist ein Heuchler. Du bist ein Heuchler, bist du, mehr bist du nicht. Das machst du jetzt. Du machst jetzt deinen Streamer und löschst das Video, die hast du nicht verstanden. Klar, der Dude trollt auch viel rein. Ja, gut. Das letzte war aber unnötig, das damit reinzunehmen, vor allem das so ungeschnitten zu lassen. Also, das Ding ist, das war, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr. Skrulls ist auch wieder im Chat, ich habe schon gesehen, deswegen eigentlich könnt ihr auch mal selber hier schreiben, was da war. Aber das war irgend so ein Troll, der irgendwelche dummen Sachen ihm die ganze Zeit irgendwie vorgeworfen hat oder so. Und dann hat er halt gesagt, dass er aufhören soll zu filmen und den Stream löschen, weil er keine Lust hat, dass da irgendwas benutzt wird, um irgendwie auf Twitter da halt gegen ihn zu hetzen, was ich auch komplett nachvollziehen kann. Ne? Also, wenn da einer kommt und die ganze Zeit mir irgendeine Scheiße an den Kopf wirft oder so, um irgendwie lustig zu sein, würde ich auch sagen, so hör auf zu streamen, gib mir dein Handy, das gehört jetzt mir. Ganz aber einfach. An sich seine Meinungen, ja, nett ausgedrückt würde ich nicht so selber von mir geben, auch wenn er jetzt wahrscheinlich wieder sagt, dass ich ein Digga, ich will das abmachen, aber es tut so weh, ist ne? Halt so ist halt seine Meinung. Und Shoyoka, für die Leute, die sich nicht kennen, ist eigentlich Streamerin, die ich damals als recht stabil kennengelernt habe, so. Zockt ja, nett ausgedrückt würde ich nicht so selber von mir geben. Auch wenn er jetzt wahrscheinlich wieder sagt, dass ich ein krasses Mainstream-Opfer bin. Naja, dann ist halt seine Meinung. Und Shoyoka, für die Leute, die sich nicht kennen, ist eigentlich Streamerin, die ich damals als recht stabil kennengelernt habe, so. Zockt. Digga, ich dachte, ich hab mich verhört. Okay, ganz weirder Take an dieser Stelle von TJ, aber okay. Also ihre Games auf Twitch, dies, das. Fielet aber in letzter Zeit dadurch auf, dass sie halt vor allem sehr viel Beef geil. Mit sehr vielen anderen, primär männlichen Meinungsbloggern hat. Okay, nennen wir das Kind beim Namen. Sie hat gerade sehr viel Beef mit Kuchen.tv und dementsprechend. Was hat das jetzt damit zu tun, dass sie männlich sind? Also ich, um genau zu sagen. Fällt sie gerade sehr viel auf. Und ein Kuchen.tv lässt natürlich kein View liegen, in dem er gegen die linke Bubble schießen kann. Dementsprechend, ja, gibt's da schon so das ein oder andere, ich glaube 6 Videos sind mit. Ja, gut, ne? Mittlerweile von ihm gegen Shoyoka. Naja, aber was ist vorgefallen? Ja, aber auch schade, dass er das nicht richtig wiedergibt. Ich meine, das habe ich auch schon im letzten Shoyoka-Video gesagt. Die meisten Videos, die ich gegen sie mache, kommen ja, weil sie vorher gegen mich geschossen hat. Und warum darf sie in Streams gegen mich schießen, aber ich darf nicht antworten? Bruder, gegen KuchenTV wird nicht geschossen. Ganz einfach. Dass ich jetzt eben über Shoyoka bzw. über Skrulls reden möchte. Und zwar wirft Shoyoka Skrulls vor, dass er sie auf der Gamescom belästigt haben soll. Sondern es ging um das Verhalten davor, inklusive den gesamten Twitter-Verlauf von Skrulls. Und es ist echt nicht schwer, dir nachzuschauen. Jetzt weiß ich auch, was die meinten, Alter. Das haben sich auch andere Leute aus meiner Mannschaft so Tattoos gemacht von so einem Kind. Von so Abschluss. Und die meinten, das tut voll weh. Weil da Haare drauf sind. Und ich dachte, die meinen dieses Draufkleben. Da meine ich so, hey, Digga, chillt doch mal, seid ihr dumm, aber ich reiß mir auch gerade alle Haare raus. Indem er ganz offen transfeindliche, queerfeindliche und frauenfeindliche Dinge sagt. Inklusive diverser Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen, zur Belästigung von irgendwelchen Influencerinnen, inklusive mir, auf der Gamescom in den vergangenen Jahren. Außerdem schrieb Shoyoka 2020 das hier noch auf Twitter. Der Grund, warum ich mit ausgerechnet dir Dankeschön. Nicht über Sexismus diskutieren will,
ist, weil du mir 2017 auf der Gamescom mit deinem Handy beim Streamen ins Dekolleté gefilmt hast. Ich habe das ruhen lassen, weil du super viel Hate wegen ähnlichen sexistischen Vorwürfen von anderen Frauen zu eben der Gamescom bekommen hast und habe dir beim letzten Diskut schon gesagt, dass du mich bitte in Ruhe lassen sollst. Kannst du es jetzt bitte lassen? Es ist nicht meine Aufgabe, dich zu erziehen. Laut Skyrus Hachioka aber eben noch viel, viel mehr in Streams über ihn geredet und neben halt dem Sexismusvorwurf und neben dem Belästigungsvorwurf ihm scheinbar auch noch sexuelle Belästigung vorgeworfen. Dazu habe ich aber eben keinen Beleg, keinen Clip. Ja, das kennen wir ja alles schon, ne? Wir wollen die Meinung von ihm wissen. Gesagt. Skyrus hat dazu gesagt, dass das Ganze natürlich nicht stimmt und hat sogar noch angekündigt, dass er überprüfen möchte, ob er halt eben rechtliche Schritte gegen Shoyoka einleiten kann. Er schrieb, schon, ne? Es reicht mir, Shoyoka. Ich werde schauen, ob man es rechtlich abmahnen lassen / Klagen einreichen kann. Shoyoka äußert wieder den Vorwurf ohne Beweise, dass ich sie belästigt haben soll. Hierbei meint sie definitiv... Dankeschön, Omega, für den Sub. Ja, also, Dings hier, wie heißt er? Skyrus hat ja schon gesagt, dass der Anwalt von Shoyoka um eine Fristverlängerung gebeten hat, die Shoyoka auch bekommen hat. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rumkommt. So, das Geile ist, also sie kann ja, sie hat ja auch wirklich gar keine Möglichkeit, das halt zu beweisen, so, von daher, ja, ist der Ausgang davon eigentlich jetzt schon klar, würde ich sagen, also es würde mich sehr wundern, wenn er da verliert und wenn sie das auch noch verliert, Digga, dann ist die Glaubwürdigkeit auf jeden Fall komplett bei absoluten Null. Sie dies in der Vergangenheit immer wieder betont hat in diversen Tweets. Ich poste eine Screenshot-Antwort unter diesem Video als Beweis, sie spricht von Gamescom 2017. Der Vorwurf, in Klammern kein Scherz, weil ich mit einem Selfie-Stick auf der Gamescom 2017 herumgelaufen bin und Leute gefilmt habe, sei dies eine sexuelle Belästigung, weil ich den Selfie-Stick verwendet habe, der meinen Arm verlängert und ich dann in ihren nicht vorhandenen Ausschnitt gefilmt haben soll. Zeig mir bitte einen Tweet, ein Video oder einen Clip, bei dem andere Frauen sich ebenfalls zu mir geäußert hatten, wegen der vermeintlichen sexuellen Belästigung, außer ihr sieht das Problem niemand. In einem anderen Tweet meinte Skyrus übrigens noch, dass Shoyoka mal in ihren Briefkasten gucken soll. Wahrscheinlich, weil dort dann halt eben ein Abmahnungsschreiben drin ist. Und dann hat Skyrus noch angekündigt, dass er halt eben beweisen kann, dass er sie nicht sexuell belästigt hat auf der Gamescom. Und in dem Beweis gucken wir jetzt einfach mal zusammen rein, weil Skyrus hat tatsächlich den Stream von damals noch. Herzlich willkommen zu dem Vorfall auf der Gamescom 2017. Was ist denn das? Das ist ja die Aufnahme, Shoyoka. Mensch. Na, da werde ich mich ja sicherlich selbst entlarven. Aber mit der Clown 3 Uhren um, er denkt, das ist lustig. Es ist TJ, meine Freunde, ja? Also. Da wird man ja sicherlich jetzt sehen, was ich für ein böser Mensch gewesen bin, wie ich hier was nachgerufen habe, dich sexistisch angegangen habe, wie ich dir den Ausschnitt gefilmt habe, wo du mir gesagt hast, dass ich es lassen soll und es weitergetan habe. Mal gucken, was dieses Video so wird. Und wenn du gerade am Zittern bist, sage ich dir eine Sache. Zu Recht, Shoyoka. Und dort sieht man halt eben, wie Skyrus mit dem Selfie-Stick so ein bisschen von oben filmt. Dann sagt Shoyoka so, yo, Bro, film mal bitte nicht von oben, lass das mal bitte sein. Und dann lässt es auch eben sein. Hi. Hi, darf man denn? Dankeschön für den Tier und Zap. Es ist unhöflich, von so hoch runter. Ja, vor allem, Digga, dieser Klitschow-Typ oder wie auch immer der Dulli heißt von Twitter, der hat einfach gesagt, dass er da ganz klar in den Ausschnitt filmt. Bruder, also er filmt ja offensichtlich halt eher das Händeschütteln. So selbst wenn er jetzt sagt, ja klar, okay, ihre Brüste sind da jetzt halt zufällig mal in der Mitte des Bildschirms. Das ist doch nicht ins Dekolleté-Film. Digga, also wirklich, man kann auch ein bisschen übertreiben. Halt das mal ein bisschen gerader. Ja, das hat sie gesagt. Das habe ich auch in meinem Tweet angesprochen. Und das ist für mich etwas, was ich interpretiert habe, als dass man sie nicht von oben oder von unten filmen soll, weil man dann nicht so fotogen ist. Man sagt ja, man filmt Menschen nicht von oben oder unten, weil man dann irgendwie besser oder schlechter aussieht. Und ich habe geglaubt, dass sie das deswegen hat. Und sie hat das Ganze ja auch noch belächelt. Und ich ebenfalls, weil ich das auch überhaupt nicht irgendwie negativ aufgenommen habe. Aber was zeigt Skyrus sonst noch in seinem Beweis? Sie reden halt so ein bisschen über GTA-RP. Ja. Was hast du eingefressen? Bitte? Was hast du ausgefressen? Ehrlich gesagt nichts. Das ist so, glaube ich, ein persönliches Problem, was die Projektleiter mit mir hatte. Da geht es, wie gesagt, um GTA-RP. Ja. Wem hast du denn gestritten? Ich lasse es jetzt nur unzensiert laufen, damit niemand sagt, irgendwie ist es gecuttet oder weiß ich nicht was. Gebannt hat mich aber der Moritz. Ich habe halt einen Kollegen den Fuß geschossen und ich habe eine Ankündigung sogar vorher gesagt, gemacht. Ist halt GTA-Kram, völlig irrelevant. Auch ein bisschen Kunst dazuzuhören, gerade für mich selber. Aber. Ja, warum schießt der Leuten in den Fuß? Ist scheiße. Keine Ahnung, sag's. Ja, und dann sie geht's. Sie kennt ihn nicht, aber fragt wegen GTA-RP. Ja, gut, sie hat in ihrem Statement geschrieben gehabt, dass sie damit meinte, dass sie nicht wusste, dass es diese Vorwürfe gegen ihn gibt. Was aber auch, also es gibt diese Vorwürfe auch einfach gar nicht. Also sie ist die Einzige, die die Vorwürfe jemals in den Raum gestellt hat. So, ja, natürlich kannte das keiner. Anonymer Schenker, danke, dass du hier wieder mal einen Zap raushaust. Digga, was ist denn los? Einer, also hast du, machst du das extra? Das wäre das auch wieder. Letzten zwei Tage schon 10. Mal irgendein anonymer Geschenk. Ja, tschüss, ciao. Ach, das war's?
Mensch, das sah für mich danach aus, als hätte ich ihr ganz normal noch Tschüss gesagt und nicht noch irgendwas hinterhergerufen oder sie sexistisch beleidigt und angegangen. Und klar, das von oben filmen kann man jetzt doof finden so, aber nachdem sie gesagt hat, lass es mal bitte, hat er es ja auch eigentlich gelassen. Also muss man fairerweise sagen. Aber sonst ist halt nichts in diesem Clip passiert. Aber was sagt Chiyoka jetzt eben zu diesem Video, was halt eben beweisen soll, dass er sie nicht sexuell belästigt haben soll? Sie schrieb basically, dass es halt sich nicht eben um diesen Clip handelt, sondern um einen anderen. In längerer Form hat sie geschrieben: Ich habe das Video von Skrillex im Hinblick auf die Geschehnisse auf der Gamescom 2017 zur Kenntnis genommen. Mit Handy auf einem Selfie-Stick war Skrillex dort über Stunden unterwegs und ist auch mir mehrfach begegnet. Ich wusste davor nicht, wer er ist und habe es erst dadurch erfahren, dass er mich beim Vorbeigehen abgefangen hat. Diese Sequenz sieht man auch in seinem Video. Ich habe versucht, höflich zu bleiben. Mir war zum damaligen Zeitpunkt nicht bewusst, wer er ist und was er tut. Ich wurde danach von mehreren Menschen auch angesprochen, dass ich in Skrillex Stream zu sehen war und dass er schon den ganzen Tag auf der Messe mit Selfie-Stick rumläuft und von oben herab ins Dekolleté von Streamerinnen filmt. Hä, hey, warte, ich muss kurz was klären. Wie eigentlich gelassen. Passiert. Aber, muss man fair. Aber nachdem sie gesagt hat, lass es mal bitte, hat er es ja auch eigentlich gelassen. Also, ach so, ja gut. Okay, das ist aber auch so ein bisschen Wortklauberei. Ja, er hat es halt natürlich komplett gelassen, aber, na gut. Hat sie geschrieben: Ich habe das Video von Skrillex im Hinblick auf die Geschehnisse auf der Gamescom 2017 zur Kenntnis genommen. Mit Handy auf einem Selfie-Stick war Skrillex dort über Stunden unterwegs und ist auch mir mehrfach begegnet. Ich wusste davor nicht, wer er ist und habe es erst dadurch erfahren, dass er mich beim Vorbeigehen abgefangen hat. Diese Sequenz sieht man auch in seinem Video. Ich habe versucht, höflich zu bleiben. Mir war zum damaligen Zeitpunkt nicht bewusst, wer er ist und was er tut. Ich wurde danach von mehreren Menschen auch angesprochen, dass ich in Skrillex Stream zu sehen war und dass er schon den ganzen Tag auf der Messe mit Selfie-Stick rumläuft und von oben herab ins Dekolleté von Streamerinnen filmt. Und dann tut er so, als wäre das keine Absicht. Und das hätte man auch bei mir gesehen. Als ich ihm im Laufe des Tages noch einmal begegnet bin, er immer noch mit Handy und seinem Selfie-Sticks unterwegs, habe ich sehr abfällig reagiert und ihm gesagt, dass er aufhören soll, mich zu filmen. Er hat daraufhin mit dem Handy herumgefunden und gemeint, Chat würde sich darüber freuen, wenn ich mehr zeigen würde. Und das wäre gut für die Klicks. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er zu dem Zeitpunkt... Guck mal, das Ding ist, es macht doch gar keinen Sinn. Also sie sagt ja quasi, ja, ich dachte noch, er war online, weil er das halt so gesagt hat. Es macht aber gar keinen Sinn, wenn er das Offstream gesagt hat, weil, also, ich glaube nicht, dass er da rumläuft und das einfach Offstream aufnimmt, wie er da Frauen ins Dekolleté filmt. Also so würde ich ihn überhaupt nicht einschätzen. Und der Satz würde aber auch keinen Sinn machen, wenn er nicht gestreamt hat. Also ich glaube halt echt, sie hat sich das einfach komplett ausgedacht. Und merkt, er muss jetzt halt ihre Geschichte halt so abändern, dass es irgendwie noch irgendwo Sinn macht, dass ihr da doch irgendwas vorgefallen ist. Der Punkt immer noch. Ich glaube, sie hat einfach komplett übertrieben. Ich glaube wirklich, sie meinte schon diesen Livestream-Ausschnitt, den man da gesehen hat, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, für sie war halt dieses Anfangs beim Händeschütteln, dieses 2 Sekunden halt, das im Fokus haben, obwohl das ja gar nicht im Fokus stand, jetzt irgendwie ihre Brüste oder so. Ich glaube, das ist halt das, worüber sie sich aufgeregt hat. Das kann sie jetzt aber nicht zugeben, weil sie jetzt wahrscheinlich selber merkt, wie lächerlich das ist. Und deswegen ändert sie ihre Geschichte. Bam, Digga, alles. Online ist. Und ja, wird ihr mit dieser Aussage geglaubt? Eher weniger. Also Leute schrieben so Sachen wie, ich bin darauf programmiert, 6 Millionen Sprachen zu sprechen, aber Digi, du laberst Scheiße. Alter, wie lächerlich ist dieses Statement. Chef Strobel meinte sogar, ich teile Skrillex Meinung und Takes 0 sind eigentlich für mich immer Quatsch, aber was Chiyoka da gemacht hat und gesagt hat, ist lächerlich plus Rufmord. Diese Frau hat sich einfach sexuelle Belästigung ausgedacht und lügt ihre Community an. Das ist krank. Und Tanzi's Tweet beschreibt, glaube ich, die Meinung von sehr, sehr vielen Leuten. Wie viel Scheiße muss man labern, damit ein Skrillex öffentlich recht bekommt? Natürlich gibt es auch Leute, die komplette Solidarität mit Chiyoka zeigen, wie zum Beispiel ein Dekal Dent. Ja, muss man auch erwähnen, es gibt beide Seiten. Aber die breite Masse... Naja, was heißt, es gibt beide Seiten? Es gibt halt einmal die super linke Woke Bubble rund um Chiyoka, Dekal Dent und so weiter, die es einfach nicht wahrhaben wollen, dass sie gelogen hat und ihrer Ideologie zu 100% hinterherlaufen. Deswegen kann Chiyoka nicht lügen. Und es gibt halt Leute, die nachdenken, die halt hinter Skrillex stehen und gegen Rufmord und so weiter sind. Also das ist gerade schon so, ja, wir glauben eher Skrillex. Ist aber echt so, ne? Boah, Skrillex war halt wirklich so krass gehatet eigentlich. Und jetzt wird er von, also jetzt nicht von einem wieder gemocht unbedingt so, aber er wird halt so gar nicht mehr kritisch gesehen momentan, ne? Das heißt, ich könnte jetzt auch langsam, solange die Chiyoka-Sache ist, noch ein Casino-Placement reindrücken eigentlich. Und Chiyoka labert eher Scheiße. Das ist in unseren Köpfen drin. Aber was ist meine Meinung zu dem ganzen Thema? Ich habe mich gerade ja noch so ein bisschen rausgehalten mit meiner Meinung. Und maybe ist meine Meinung ein bisschen abseits des Mainstreams, aber es hat meine Meinung, deswegen sage ich sie hier öffentlich. Was beweist diese Aufnahme von Skrillex, die er uns da gezeigt hat? Die beweist, dass sie halt eben irgendwie ein cringy Gespräch auf der Gamescom 2017 haben. Hat er damit 100% bewiesen, dass er nicht diesen dummen Gag zu Chiyoka im Laufe des Tages gemacht hat? Nö. Beweist eine Chiyoka aber auch nur irgendwas? Auch nö. Und dazu muss ich leider sagen, dass eine Chiyoka sich in der ganzen Angelegenheit, ich sag mal, eher unsmart angestellt hat.
Weil ich persönlich finde, und da könnt ihr auch gerne andere Meinung haben, ist vollkommen fein. Aber ich finde, dass wenn man so eine Sache in den Raum stellt, dass man das fundierter in den Raum stellt und nicht einfach so random in den Raum reinwirft. Man sollte gucken, dass man vielleicht mehrere Aussagen sammelt. Sie spricht ja von mehreren Personen, die es schon mal mitbekommen haben. So, warum sammelt man diese Aussagen dann nicht im Vorfeld? Wieso gibt man das Ganze nicht fundiert einfach ab, sodass es halt glaubwürdig wirkt? Weil wenn man einfach nur sagt, jo, der hat mich halt belästigt, ist es so, ja, okay, das ist jetzt eine Aussage, aber gib uns irgendwas, dass man das so nachvollziehen kann. Checkt man meine Denkweise so ein bisschen? Was 100%? Ja, safe. Also da muss man sagen, ich fand es auch unklug. Ich glaube, Shoyoka ist ja doch eine, die solche Vorwürfe auch einfach macht, um anderen zu schaden. Ich glaube, die hat auch nicht damit gerechnet, dass es diesen Livestream überhaupt noch gibt. Ich glaube, dann bin ich mir ziemlich sicher, hätte sie diesen Vorwurf auch nicht gemacht. So, ich glaube, das war halt wieder so ein plumpes, so ja, nee, du hast hier mal 2 Sekunden irgendwie aus Versehen mal Dekolleté gefilmt. Das ist jetzt hier Belästigung auf jeden Fall. Und ich glaube, sie hat einfach nicht damit gerechnet, dass man das hat. Naja, er hat schon recht. Also sie hat sich generell in den ganzen Beef auch mit mir vorher schon alleine so unsmart verhalten. Also das kann man auch nicht anders sagen, ne? Und ja, macht jetzt halt genauso weiter. Und es ist genauso, wie TJ sagt. Also du kannst nicht einfach solche Vorwürfe in den Raum stellen, einfach nur, weil du eine Person nicht magst. Und hoffen, dass es irgendwie nicht, dass da das Gegenteil nicht bewiesen wird. Jetzt weiß man ja auch, wie Shoyoka mit solchen Vorwürfen umgeht. Und zwar, dass sie einfach halt sowas einfach Leuten vorwirft, auch wenn es anscheinend gar nicht stimmt. Ne, sie kann das Gegenteil nicht beweisen. Es gibt auch keine anderen Streamerinnen, die sich dazu geäußert haben, denen angeblich das Gleiche passiert ist. Ja, Bruder, wen glaubt man da halt eher, ne? 100% passiert ist? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich muss halt von meiner persönlichen Meinung sagen, dass ein Skirrus gerade leider echt ein bisschen glaubwürdiger wirkt. Diese Person wirkt gerade glaubwürdiger. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich was mal von mir gebe. Nichtsdestotrotz, Freunde, bringt es auch nicht, Shoyoka in Grund und Boden zu beleidigen. Das ist eh immer stupid, macht sowas nicht. Also, ne, seid absolut Loser, wenn ihr sowas macht. Es bringt aber auch nichts, einen Skirrus jetzt hoch und heilig zu loben und in den Himmel zu heiligen, weil es ist immer noch dieser Skirrus hier. Free Andrew Tate! Ihr selber eine Fotze, du bist ein Heuchler! Ey, ich bin gespannt, wie die ganze Story weitergeht. Hä? Ja, und? Ja, wirkt leider, also keine Ahnung, so, das ist halt, also das ist schon wieder so Meinungsvorgeben, so. Ja, leider hat Skirrus hier recht, es tut wirklich weh. Weißt du, das verstehe ich nicht, also, das ist halt wirklich dieser blanke Hass gegen, deswegen habe ich gestern sogar einen Stream gebannt, der genau das gesagt hat, so, ja, warum verteidigst du einen, der irgendwie einen Casino-Deal hat? Ich verstehe das nicht, also, ja, okay, der hat auch Aktionen gemacht, die halt nicht cool gewesen sind. Bruder, wollen wir die Frauenthematik nochmal aufmachen bei dir, Alter? So, was soll das? Also, ja, er kann es halt echt nicht akzeptieren. Der ist auch einfach so krass gegen Skirrus, so er würde sich wünschen, dass irgendwie Shoyoka da nochmal rauskommt. Wahrscheinlich ein paar Takes von mir wieder nicht fühlen. Aber ey, ist doch okay. So, wenn jeder dieselbe Meinung hätte, wäre die Welt auch, glaube ich, sehr langweilig. Deswegen, ne? Bisschen Spice ist ja immer gut. Ansonsten, falls was passiert, falls eine Shoyoka vielleicht auch irgendwie krasse Beweise droppt in Zukunft, halte ich natürlich wie immer auf dem Laufenden hier in meiner Wochenshow. Deswegen, ihr wisst, was zu tun ist. Abonniert gerne rein, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Thema. Ach, und bleibt lieb in den Kommentaren. Dumme Beleidigungen werden gebannt. So, ihr kleinen Mäuse, ganz kurze Info an meine Community. Ich habe letzte Woche den ersten Teil meiner Doku über mein Ninja-Tournament hochgeladen. Der ja am Ende auch ein bisschen, ja, schon ein bisschen emotionaler wurde. Ich rufe ihn so an. So, er sagt, hey, was geht? Ich konnte nicht reden, Digga. Ich habe kein Wort rausbekommen. Ich war so... Ich war einfach... Ja, war geheult. Ich konnte nicht reden und er war direkt so, Digga, was ist los? Was ist los? Und ich war... Wenn mein Kollege mir sagt, dass er am Wochenende nicht trinken kann. So, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Ich schaff's nicht mehr. Ich kann so nicht mehr leben. Und da erstmal wirklich fettes Danke an meine Community. Also Real Talk. Mir ist so oft nicht bewusst, wie krass ihr eigentlich seid. Also ganz ehrlich, ich hab die ganzen Kommentare gelesen. Ja, Digga, also, wow. Positive Kommentare kriegt jeder YouTuber. Verpiss dich, Alter. Meine so, Güte, wirklich. Also, dieses cute Couple-Bild von den beiden. Rohat und Phoebe haben sich scheinbar getrennt. Mein Gott. Nachdem ich ja vor ein paar Wochen... Wirklich die einzige Community, die man wirklich loben kann, seid ihr. So, und das ist doch auch klar, Alter. Mein Gott. Und dieses cute Couple-Bild von den beiden hier. Wenn ich jetzt ein Video machen würde, wo ich heulen würde, was ich halt auch niemals machen würde, so, das wäre richtig dumm auch einfach. Das ist mir schon bewusst. Digga, da würde ich auch Props von meiner Community Show präsentiert habe, sodass sie halt potenziell zusammen sein könnten, dies, das, ne? Bisschen Gossip-Stuff. Hat jetzt Rohat angekündigt, dass die beiden sich getrennt haben. Ich habe nichts mit ihr zu tun. Ich will auch nichts mit ihr zu tun haben. Es ist true, ich war mit ihr zusammen. Ja, Chat? Jetzt ist es raus. Ich war mit ihr zusammen. Aber ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben oder sonstiges. Deswegen bitte ich um euer Verständnis, Chat. Bitte, 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 bitte.
bitte, 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 bringt mich nicht in Verbindung mit dieser Person oder sonstiges oder lass mich einfach in Ruhe damit. Und nach diesem normalen Ausschnitt, dass er das halt eben announced hat, ist sehr viel Scheiße passiert leider. Weil es ist einfach auf TikTok random getrendet, dass Phoebe scheinbar fremdgegangen sein soll. Was halt einfach nicht stimmt, sondern das haben einfach Leute random behauptet. Also die Kommentare waren halt eben so. Safe ist sie fremdgegangen, wie abgehoben sie einfach ist, wie kann man... Nee, Lisa, ich glaube, da musst du mich verwechseln. Phoebe mögen, hä? Wenn sie wirklich fremdgegangen ist, sollten wir sie nicht mehr supporten. Zu 100% fremdgegangen, sie sieht nicht gerade traurig aus und Phoebe ist fremdgegangen sogar mit 100 Likes. Und... Boah, stell dir mal vor, Phoebe ist mit Monte fremdgegangen. Weil Monte hat ja in der Reaction zu meinem Cake News auch schon gesagt, dass er so quasi so ein bisschen so die Bruderrolle von Roat hat. Digga, was wäre das für ein krasser Kopfick? Digga, das wäre ja nur, Junge, dass der, Bro, das wäre, Alter. Digga, das wäre, Junge, boah, das wäre so heftig. Das wäre, glaube ich, die krankeste Story, die jemals auf YouTube entstanden wäre. Und es muss ja nicht mal stimmen. Es gibt ja jetzt KI-Videos, ne? Digga, ich werde safe ein KI-Video machen, was die beiden irgendwie zusammen in der Stadt zeigt. Das lade ich bei TikTok hoch. Der ist ja nur krank. Die ist 17, Bruder, ab 16 ist es erlaubt. Was willst du? What the fuck, Leute? Roat sagt einfach nur, dass er nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte. Vor allem, wollte ich von meiner Ex-Freundin auch nicht mehr, weil ich erstmal ein bisschen Abstand brauchte, was vollkommen normal ist und sogar sehr, sehr wichtig ist. Und dann schreiben Leute so, Digga, wie fucking alt bin ich eigentlich? Junge, die ist am 5. Januar 2006 geboren. Digga, 2006? Wie kann die 17 sein? Digga, 2006 geborene Menschen sind für mich 5 oder so, Alter. Junge, wie kann die denn 2000... Der, ich bin so fucking alt, ey, wirklich, das ist unfassbar. Digga, 2006, die wird einfach volljährig nächstes Jahr. Digga, stattdessen, das Leben rennt so an einem vorbei, ne? Wir müssen echt irgendwie mehr saufen oder so. Digga, da haben wir gerade WM in Deutschland gehabt. Ah, die wurde ein halbes Jahr vorher gezeugt, 2005. So, es darf einfach ins Internet. Also... Ganz ehrlich, was fällt euch ein? So, die sind beide emotional so ein bisschen So, Leute, mein Essen ist da. Damit ich hier nicht schneiden muss, geh einfach mal zurück. Wir hören uns das nochmal an. Ich auch nicht gedacht, dass du was mal von mir gebe. Nichtsdestotrotz, Freunde, bringt es auch nicht, Chiyoka in Grund und Boden zu beleidigen. Das ist eh immer stupid, macht sowas nicht. Also, ne, seid absolute Loser, wenn ihr sowas macht. Es bringt aber auch nichts, einen Skurus jetzt hoch und heilig zu loben und in den Himmel zu heiligen, weil es ist immer noch dieser Skurus hier. Free Andrew Tate! Ey, ich bin gespannt, wie die ganze Story weitergeht. Ein Skurus wird wahrscheinlich ein paar Takes von mir wieder nicht fühlen. Aber ey, ist doch okay. So, wenn jeder dieselbe Meinung hätte, wäre die Welt auch, glaube ich, sehr langweilig. Deswegen, ne? Bisschen Spice ist ja immer gut. Ansonsten, falls sowas passiert, falls ein Chiyoka vielleicht auch irgendwie krasse Beweise droppt in Zukunft, halte ich natürlich wie immer auf dem Laufenden hier in meiner Wochenshow. Deswegen, ihr wisst, was zu tun ist. Abonniert gerne rein, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Thema. Ach, und bleibt lieb in den Kommentaren. Dumme Beleidigungen werden gebannt. So, ihr kleinen Mäuse, ganz kurze Info an meine Community. Ich habe letzte Woche was den ersten Teil meiner Doku über mein Ninja-Tournament hochgeladen. Ja, am Ende auch ein bisschen... Digga, komm, verpiss dich, Alter. Da mache ich sogar extra Pause, ey. Meine Güte, ja, herzlichen Glückwunsch, Joss Gold vor der Kamera. Willst du jetzt einen Preis oder was? So, Digga, ich verstehe das nicht. Ich lege das Headset daneben hin. Es verknotet sich 80 Mal mit diesem Tisch hier. Stuhl, meine ich. Ich hasse das, wirklich. Es gibt nichts Schlimmeres als Kabel, Alter. Aber ohne Kabel ist auch kacke, da fällt der Akku irgendwann immer aus, weil ich zu faul bin. Kai und der beißt nicht. Dankeschön für eure Subs. Ja, so, wir waren hier. Das, was bei uns... Ganz ehrlich, was fällt euch ein? So, diesen vollkommen normales und sogar sehr, sehr wichtig ist. Und dann schreiben Leute so, was macht das im Internet? Also, ganz ehrlich, was fällt euch... Digga, wie kann man einfach nur seine Meinung im Internet sagen, Digga? Wirklich, das geht gar nicht. Und auch TJ hat das noch nie gemacht. Hier ein. So, die sind beide dann emotional so ein bisschen angeschlagen wahrscheinlich. Und dann so eine Scheiße lesen zu müssen. Wirklich, schämt euch. Also, Freunde, kracht euch mal. Hört auf, so eine Scheiße zu schreiben. Phoebe dann übrigens, by the way, dazu das hier gesagt. Vergisst nicht, wir sind letzten Endes, also zum Beispiel Roat und ich sind das für euch ein Gesicht. Immer noch so fremde Menschen. Und das, was bei uns war, ist, keine Ahnung, ist so unser Ding. Und respektiert das, respektiert seine Meinung darüber. Und ich wünsche mir eigentlich nur von euch, dass ihr... Nein, Digga, das ist gar nicht euer Ding. Digga, so fangen wir hier nicht an. Also so fangen wir hier jetzt, so fangen wir überhaupt gar nicht an.
Bruder, wenn wir das öffentlich haben wollen, dann wollen wir das öffentlich haben als Zuschauer. Bruder, weißt du, das Ding ist so, wir supporten die, weißt du, die posten Bilder von sich, wo die sich irgendwie küssen oder kuscheln oder so. Weißt du, alle liken das, es geht absolut viral. Und ab diesem Moment haben wir auch es verdient, wirklich alles aus der Beziehung zu wissen. Wirklich jede einzelne Kleinigkeit. Also ich werde investigativ da reingehen und werde auf jeden Fall herausfinden, was passiert ist. Wäre schön, wenn ihr, was mich angeht, vielleicht auch ein bisschen Ruhe lässt. Es ist jetzt schon zur Zeit, also heute und gestern war echt scheiße, weil ich so viel Schlimmes über mich gelesen habe. Und das ist nicht schön, wenn man sich nicht... Bruder, sei ein Tag Kuchen-TV. ...nicht unbedingt jetzt rechtfertigen will, weil das einfach nicht in die Öffentlichkeit gehört. Dazu an euch beide viel Kraft, viel Ablenkung, dass ihr halt... Viel Ablenkung. Ja, so ein Stuff hoffentlich bald nicht mehr lesen müssen. Ja, nee, aber ja, ist halt schon ärgerlich. Da muss man doch sagen, da hat sich Ruhr doch einfach nicht klug verhalten. Weil ich habe ja auch, wir haben ja auch im Stream, habt ihr mich ja auch gefragt, was ich glaube, was zwischen denen vorgefallen ist. Und ich glaube, das Einzige ist, dass sich halt, dass sich Phoebe irgendwie als Rassistin entpuppt hat. Irgendwie. Und er deswegen irgendwie Rache im Herzen hat. Oder halt, dass sie fremdgegangen ist. Man muss wirklich, das sind halt die einzigen Sachen, die mir jetzt persönlich einfallen würden, wo ich hinterher sitzen würde und sagen würde, ja, nee, hier, ich will keinen Hass im Herzen haben, Rache ist schlecht. Also bei Rache ist ja wirklich, dass er Schaden davon genommen hat. Wovon nimmst du Schaden? So. Und ja, ist, also für Phoebe tut es mir natürlich leid, weil wir wissen es trotzdem nicht. Ne? Kann auch sein, dass Ward übertreibt und keine Ahnung. Sie hat einfach 2 Stunden nicht geantwortet oder so. Ne? Oder hat irgendwie sie nicht, er hat Ward nicht bei den Hausaufgaben abschreiben lassen. Ne? Das ist ja so deren Alter, glaube ich. So, das kann ja wirklich alles sein. Ne? Aber klar, das ist halt leider das, was, was halt am, also am wahrscheinlichsten klingt, sage ich mal. Und da hat Ward halt wirklich einfach auch halt nicht gut gehandelt, dass er das überhaupt so in dem Stream gesagt hat. Er hätte einfach sagen sollen, nein, wir sind getrennt, bitte redet nicht darüber, wir wollen nicht darüber reden und dann wäre alles in Ordnung gewesen. Aber wenn du halt solche Gerüchte in die Welt setzt, natürlich machen sich die Leute Gedanken darüber. Die Leute haben sich schon immer Gedanken gemacht. Das ist auch kein YouTube- oder TikTok-Ding. Das war früher auch schon so. In den Zeitungen oder in irgendwelchen News-Formaten oder so, hier bei TAF Total oder wie auch immer, Exclusive, whatever. So, da wurde immer gemutmaßt, ja, was könnte jetzt der Grund dafür sein, dass sie sich getrennt haben? So, das ist, so sind Menschen nun mal einfach. Gib denen ein bisschen Funger, Digga, gib denen ein bisschen Info und die machen daraus eine Schallplatte oder wie man sagt. Mist, weil das bockt überhaupt nicht. Ich hätte gar keinen Bock auf so eine öffentliche Trennung so. Es bockt ja. Ja, die haben wirklich einfach, guck mal, das ist ein mexikanischer Laden. Ich erwarte ja nicht viel, wenn ich Sachen bestelle, ne? Sabilu, dankeschön für die viel verschenkten Subs und Abo-Ziel erreicht, 1500. Ich erwarte wirklich nicht viel. Aber wie kann es sein, dass die nicht überbacken sind? Also die kaufen wirklich, Real Talk, in der Metro 5 Kilo Nachos, nicht mal die guten Nachos von Tortilla oder wie die heißen, nee, von Chio oder so, ne? Sondern wirklich die billigen, die nach nix schmecken, packen die da rein und wollen dafür 4 Euro oder so. Und dann gibt's noch einen Dip dazu, der nicht mal Käse-Dip ist. Also ich bestell da öfter, die Tacos sind wirklich mega geil und die Camembert Bites auch, aber Digga, für die Nachos, Digga, gibt's auf jeden Fall nachher eine Bewertung, Bruder, das werde ich da auf jeden Fall mal reinschreiben. Das geht gar nicht. Das geht also wirklich, ich erwarte doch nicht viel, aber Nachos müssen doch überbacken sein, also jetzt mal wirklich. Oder nicht? Nachos müssen überbacken sein, da lasse ich auch nicht mit mir reden. Ja, überhaupt nicht, Alter, so einen Scheiß lesen zu müssen. Lenkt euch viel ab, macht viel mit Freunden, geht raus, genießt das Wetter. Ja, und ich hoffe mal, da entsteht kein weiterer Beef. Falls doch, halte ich euch nicht auf dem Laufenden. Aber ich hoffe mal lieber nicht. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Thema. Was gibt's noch? Mäuse, ich habe bei gerade noch nein. auf Instagram ein kleines Form-Update von mir gepostet, falls jemand sehen möchte, wie gerade meine Form ist. Ach, Digga, Junge, also der hat doch wirklich, also der ist auch so ein kleiner Selbstdarsteller, ne? Ja, Leute, jetzt kommen wir zur letzten News. Ich habe ein Formbild von mir hochgeladen. Vielleicht wollt ihr sehen, wie krass mein Körper ist. Oh mein Gott, guck mal, ich bin halb im Girl aufgewacht. Ui. So im sportlichen D-Stars mit Ninja-Wear, Abfahrt, Bums, ne? Jeder, der Bock hat, sich jetzt reinzuziehen, kann gerne mal Insta abchecken, heißt doch Tim Jacken, ne? Also würde mich freuen. Digga, das ist wirklich die krasseste News in dieser Folge. Muss man einfach mal so sagen, Digga. Vielen lieben Dank nochmal, dass du hier wirklich diese nice News am Ende nochmal reingepackt hast. Finde ich gut. Finde ich wirklich sehr gut. So, ich werfe das hier auf den Boden, obwohl ich sie gleich wieder brauche. Ja, insgesamt die Wochenshow. Ja, hat mich jetzt nicht so aus dem Hocker gehauen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, das Großteil war natürlich dieses Shoyoka-Ding. Ja, naja, Ja, er denkt, er ist lustig, wenn er mehrere Sonnenbrillen und Uhren anhat und so weiter. Bruder, es ist TJ. Also ich dachte immer, ich bin Allmann, ne? Aber der Typ ist halt noch mehr Allmann. Ja, naja, ich dislike's nicht, aber es gibt auch kein Like. Ich denke, so können wir es halt lassen. Ja, Cake News sind schlecht, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Aber morgen ist wieder Cake News-Time, meine Freunde.